Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Horizon Forbidden West spielen. So, dann fangen wir direkt an. Neues Spiel, auch auf normal, warum nicht? Unterstützung, geführt oder entdecken? Ich würde sagen entdecken, dann werden auch die Thumbnails besser, wenn nicht überall die UI drüber hängt. Bei einzelnen Questfortschritten, ich kann direkt fortfahren, muss ich gar nicht vorlesen. Könnt ihr pausieren, wenn euch interessiert, was da stand. Oh, ein pilziger Freund. Und das waren keine Freunde. Der da garantiert auch nicht im ersten Teil. Sieht aber schon mal gigantisch aus hier. Wow, gibt es gute Wallpaper hier raus. Das ist ja grafisch so ein Vorsprung im Vergleich zum Vorgänger. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Seht euch die Landschaften an. Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Warum das, Aloy? Was ist los? Das Land stirbt. Oder nicht gut. Ich dachte, wir haben es gerettet. Oh, die schaut Menschen aber belämmert. Leiden. Sie werden verhungern. Warum? Sieht doch so schön grün aus hier alles. Bis auf das rote Zeug. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Nee, ist immer doof, wenn das passiert. Und nur ich kann es reparieren. Warum? Nur ich habe deinen genetischen Code. Mein? Bald gibt es kein Zurück mehr Ach, für uns. Nein, Elisabeth. Nein, der pilzige Freund. Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Ja. Liegt bestimmt in irgendeinem Felsen vergraben, was? Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Na, scheiße. Alter, wie episch das aussieht. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Meine Träume sind in der Regel was anderes. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Hi, Elisabeth. Du wartest auf mich. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Ja, das ist, dann wird sie wohl nicht warten. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Eigentlich ein ganz cooler Traum. Nur ganz kurz bin ich vollständig. Ach, ist das schön. Auch wenn es nur ein Traum ist. Aber es hält nie an. Okay, das ist wieder fies da im Hintergrund. Das ist irre fies, dass sie jetzt einfach so dahin blättert. Nein. Lad mich erstmal auf einen Kaffee ein. Was will die Ranke denn sofort von meinem Bein? Alter, seht euch mal an, wie das aussieht. Das ist bombastisch. Ich hoffe, YouTube komprimiert das nicht so arg. Heiliger, ist das Unreal Engine 5 schon? Selten so eine gute Grafik gesehen. Ich hoffe, das ist nicht nur in den Cutscenes Diese so. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Ja, das kriegen wir hin. Haben wir beim ersten Mal ja auch geschafft. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur. Meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Was ist Plan B? Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Na gut. Müssen wir es wohl einhalten. Wir haben es ja schließlich versprochen. Hey, den kämmer doch. Er hat sich aber verändert. Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. In Fleisch weißt, und Blut. Ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Mal für eine Party zu haben. Aloy, also, stell die nicht so an. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast.
Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Das ist ein guter Begriff Beides, dafür. Tatsächlich, aber ich sollte... Oh, Schauwahl. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Das nennt man Stalking. Nach allem, was du getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Oh, das ist nett. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Das geht's wie Kaugummi unterm Tisch, aber das ist auch keine schlechte Metapher. Habe ich eigentlich meine Premium-Ausrüstung vom ersten Teil noch? Ich hatte echt gutes Zeug. Sehen können, was ich sehe. Ein Gitarrenclip. Fokus. Ah, das macht mehr Sinn. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Dein Browserverlauf und sowas. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Private Facility. Ich glaube nicht, dass irgendwer hier lesen kann. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Na gut, dann wollen wir mal das Backup holen und dann ist das Spiel vorbei. Aber sehr kurz, wenn es nur in den Ruinen vor uns liegt. Oh, diese Grafik. Bin sonst nicht so anfällig dafür, aber das ist richtig, auch von der Beleuchtung, richtig gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Ich bin schwer beeindruckt. Das Gras sieht oder Moos sieht ein bisschen unrealistisch aus, bisschen zu voll, aber es muss nicht realistisch aussehen. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Wieso muss ich jetzt Heilkräuter sammeln? Rezept entdeckt. Schnellreise. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen. Farbe freigeschalten. Schwarzzeit. Mit dem Fokus kannst du die sehen, also die Schwarzzeit. Brauchen. Fokusimpuls. Ist ja da. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Ich hoffe ich doch. Loot, loot, loot. Loot tut gut. Ich muss die Beeren jetzt fressen. Bitter? Ja. Sieht doch aus wie Heidelbeeren. Okay, wir sollten weitergehen. Das klingt gut. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Achso, ich muss jetzt selbst erkunden. Sie ist überall. Ja. Dann untersuchen wir die Plage mal. Etwas von der Plage. Schält sich ab. Eine tote Haut. Breitet sie sich so aus? Das ist eine hervorragende Frage. Ich hab doch keine Ahnung. Sag du es mir. Diese Ruin. Da müssen wir hin. So weit. Wo ist mein Reittier? Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Gut, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Liegt hier mehr Loot? Mach doch mal das schöne Bündel da auf. Also, das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Nein, eigentlich nicht. Es ist wie ein Mensch, nur eine Maschine. Ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Ist kompliziert. Könnte man nicht so einfach nachprogrammieren. Das Atmen fällt dir schwer. Das Atmen fällt mir schwer. Es liebt jemand, doch. Ja. Ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Nein, meine Ausrüstung. Mist. Was kann ich untersuchen? Kann ich was untersuchen? Da ist doch was drin. Können wir tauchen? Ja. Aloy, stell dich nicht an, ich brauch das. Alles nehmen. Keine Ahnung, was war, aber wird gutes Zeug gewesen sein. Altes Klangspiel. Das will ich hoffen. So, dann gehen wir doch mal hier rum. Ich kann nochmal die Plage untersuchen. Warum? Hallo? Hier kam doch gerade der Trigger. Da. Oh je, oh je.
Die roten Wurzeln sind schuld. Das sehe ich sofort. Die Plage befällt alle Pflanzen und verändert sie. Ja. Wenn sie sich weiter ausbreitet, wächst hier bald nichts mehr. Wir müssen was dagegen tun. Na gut, ich gebe mein Bestes. Habt ihr schon mal versucht drauf zu pinkeln? Das abzuernten? Nicht einfach wachsen zu lassen, zu verbrennen? Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Ach, das machen die immer. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Ja, Geronimo! Nein, da ist was Cooles. Was seid ihr für Fische? Heilende Wasserpflanzen. Ich hoffe, ihr schmeckt besser als die Blaubeeren vom Fluss. Nein, du schwimmst zwar wie ein Fisch, aber schwimm oben. Boah. Passt schon irgendwie. Ah, da wäre eine Treppe gewesen. Das sollte ich mir ansehen. Untersuchen. Ja, komm schon, Trigger. So, jetzt. Das Ding ist tot. Wer sonst sollte herkommen? Sie ist noch warm. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Das könnte da stecken doch genügend drin. Reinholz. Können wir die nicht nehmen? Ah, da sehe ich doch rein Holz. Das Holz ist hier so rein. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Ja, ich habe vergessen, wie das geht. F. Jägerbogen. Nee, rechts gedrückt halten. 20 Pfeile, wunderbar. Pfeile sind bereit. Supi. Haben wir hier oben irgendwas Lootbares? Vielleicht. Die Antwort ist vielleicht. Loot, Loot, Loot. Komm schon, vielleicht hinterm Wasserfall. Direkt das Gaia-Backup. Nein. Sieht nicht so aus. Na gut. Dann gehen wir mal nach unten. Ich finde, die Dialoge sind gerade ein bisschen zu leise eingestellt. Ich versuche das natürlich beim Post-Processing richtig zu machen. Es kann aber sein, dass ich hier mal sagt, ja, jetzt geh mal ins Menü und ich stell das nach oben. Aber ich komm nicht dran. Doppelsprung. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Was für ein Schloss? Achso, auch das fette rote Ding. Nach dir. Ich dachte, wir wollen gerade auf einen Pfeil in der Mauer steigen und dann irgendwie so... der Pfeil wäre gebrochen, da in meiner Theorie. Sagt man es einfach so. Göttin. Was war das hier? Ist das ein Auto? Weiß ich nicht. Das ist doch ein Auto. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Lass mich doch untersuchen. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Ja, und so süße Tiere auch noch dazu. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Oh je. Also. Ruft mal den ADAC an. Das lass mal abschleppen. Nachdem ich aus Meridian weg bin. Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hast. Dass die Autos, okay, sind ja nur 1000 Jahre. Können ja, keine Ahnung. Oh, ein Sprinterfahrer. Vielleicht ist er noch drin. Ich sehe nur Buschwerk. Gleich ist hinten noch eine Ladung Amazon-Päckchen drin. Hier runter. Ja, wir gehen mal kurz, ganz kurz, ganz kurz. Audio. Untertitel sind da. Audio Mix Standard. Dann machen wir es doch einfach so. So, so. Gleich Effekte 70, Gesamtlautstärke. Dann ist Dialoglautstärke ganz hoch. Ist vielleicht dann angenehmer. Ich weiß es nicht. Kommt mir sehr leise im Moment vor. Ein Wächter, der aufmüpfig ist. Bewerft ihn mit Harry Potter Büchern. Ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Doch kein Wächter. Das ist ja. Oh, das ist ein cooles Teil. Haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Töten. Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine. Töten. Vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Und X dort die Bauteile. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Ja. Okay, konzentrieren.
Kann ich es rufen? Ich kann die Zeit schon verlangsamen. Na, praktisch. Put, 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 put. Schau her. Schau her. Schön ins Gesicht schauen. Ja. Und auf nimmer Wiedersehen. Nehme ich mit. Da kommt noch einer. Das ist ein Gräber. Wo kommt noch einer? Mit C ducke ich mich, das ist praktisch. Ein Glück sieht er den nicht. Wut, wut, wut. Ähä. Ein Tarnkill war das sogar. Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Ganz schön viele Autowracks hier. Wundert mich, dass sie nicht Nach früher überwuchert Aufregung sind. Über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Mhm. Ich wach auf, um dich zu finden. Geschafft. Bitte erzähle weiter. Ein bisschen lauter, wenn es geht. Bist du eigentlich? Die Maschine wurde auch erschossen. Komm mal hoch, Kollege. Was? Welche Maschine wurde erschossen? Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, bin reingefallen. Ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. So, her mit euch Feinden. Wer hat die Pfeile geschossen? Mensch, sieht das auch in-game richtig geil aus. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Es gibt keine Göttin. Hierdurch. Zumindest nicht in dem Sinne hier. Willkommen in der Farsinith-Startanlage. Dankeschön. Dir auch herzlich willkommen. Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Sieht ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden? Schimmert auch so wie er. Identiscan wird durchgeführt. Dankeschön. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Was? Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Jo, was haben wir hier? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Ja. Mich mag es wohl auch nicht. Das wundert mich nicht. Du bist ja auch kein Klon. So, und das sieht gut aus. Drauf, nee, nicht drauf schießen. Hui, rein damit. Oh, ich hab ja noch meinen Speer. Das freut mich sehr. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wieso brennt's hier noch? Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Ja. Und wo sind sie jetzt? Weiß ich doch nicht. Beim Backup? Das stinkt hier so. Das bin ich. Ich habe lange nicht geduscht. Zerstört. Das sie sieht giftig hier aus. Gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ja. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Ja, sieh dir den Spalt ganz genau an. Das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Du willst es bewegen? Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Dann Hebel. Hey Leute, hier drüben. Ich glaube, ich hab da was. Was ist denn das? Ein Eispickel? Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Oh, kriegen wir Enterhaken. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Oh nein, nur eine Seilwinde. Ich dachte, ich kann mich jetzt schön in die Luft seilen. Und Sachen zum Wie ein Actionfilm. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Hm.
Nur nicht den Fokus verlieren. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ja, das ist unangenehm. Könnt ihr mir glauben? So, was machst du denn da? Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Ja, wer weiß das? Oh. Übung macht den Meister. Komm, geh drauf. Immer noch nicht draufgegangen. Jetzt draufgegangen. Habe ich ein Schild? Konnte ich hiermit interagieren? Da war doch gerade ein Trigger eingeblendet. Na gut, ist egal. Nein, schade, dass Fässer hier bestehen bleiben. Da drüben. Im Moment vielleicht nicht. Ah, da hinten ist noch was. Da hinten ist doch noch was. Da habe ich doch vorhin reingeschaut. Zumindest habe ich das kritisch beäugt, ob ich das looten kann. Maschinenkabel stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Dann wollen wir die Sache mal MacGyvern. Wo muss ich hin? Wo soll ich es einhaken? Okay, Wahl, hilf mir. Ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Ja, das hoffe ich, dass ich die benutzen kann. Zugwerfer, eine verbesserte Version des Prototyp-Werkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzt und sie herbeiziehen kann. Ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Also vielleicht haben wir doch sowas wie einen Enterhaken. Herstellen abgeschlossen. Wunderbar. Menü. Da, ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Wie? Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Bestätige ich voll und ganz. Aha. Halte zum Einsetzen des Zugwerfers Ding gedrückt und E. So. Oh, bin ich stark. Wie? Das sind starke Metall- und Steinteile. Muss ich das nochmal machen? Boah, hab ich Muckis. Wow! Das ging besser, als ich dachte. Und damit kann ich mich nicht hochziehen. Komm schon. Komm schon. Aloy will hoch hinaus. Spider-Man trifft Horizon. Forbidden West. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Ja, hier sind doch erstmal diese glowing Dinge. Eine Konsole. Hm. Versuch's mal mit Sudo. Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Wow. Sieht ganz okay aus. Sie, über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Oh je. Unser Motto: Greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Das wirkt auch wie ein Arschloch. Das ist ja nur die Social Media Bitch. Was wohl in diesem Auditorium ist? Mehr langweilige Vorlesung. Wenn ich mich korrekt erinnere, wie es bei mir war. Ich sollte scannen. Ich scanne doch die ganze Zeit. Oh, komm schon. Enterhaken. Anscheinend kein Enterhaken. Ich sollte das Fokus-Display öffnen. Wir werden es sehen. So. Ach, das ist Wahl. Vielleicht komme ich da hoch. Das habe ich doch schon angestarrt. Ach, jetzt geht's. Ich glaube, ich mach was falsch. Springe und tippe Leertaste. Oh. Muss ich dabei rechts und E auch noch drücken? Ein bisschen zu viel des Guten. Willst du mich verarschen? Das kann doch... Ich kann nicht so viele Tasten gleichzeitig drücken. Das funktioniert nicht.
Du kannst bestimmte Punkte in der Welt per Greifwurf erreichen. Springe und tippe Leertaste an, um dich... Springe und tippe Leertaste. Ah, nochmal. Wow. Nach dem Springen nochmal irgendwie tippen. Schade, dass so. Es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Kann ich dir nicht einfach eine Räuberleiter hier machen? Anscheinend nicht. Guck mal, da gibt's so geile Äste, da könnte man drin hochkraxeln. So, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Hui. C, um mich fallen zu lassen. Alles wie gehabt, alles wie gewohnt. Und hui. Wäre mal beinahe draufgegangen. Das wäre dann nicht okay, gut. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Praktisch, dass es hier eine Leiter gibt. Bitte sehr, Wahl. Danke. Gern geschehen. Habt ja sonst nichts zu tun hier. Bist mir irgendwie gerade nur eine Krücke am Bein. Ah, ich mag dich. Warst im ersten Teil auch schon so cool. Ja, sieht cool aus. Ist das unsere Galaxis? Oder sind das Glühwürmchen? Menschen, Homo sapiens, wir. Ja. Wir haben die Grenzen immer getestet. Als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Ja, und euch selbst und ausgelöscht. Nach Phasenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Phasenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. In meinem Bett. Obwohl, da war ich. Das Sirius-System. Are you Sirius? Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Oh, das ist praktisch. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Ah, Mist. Jedes Mal in so einem Fall. Wenn man gerade was über das Universum erfahren will. Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. So scheiße. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Tja. Alle anderen sind auch gestorben, also. Was willst du machen? War ein Versuch wert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Wäre sinnvoll gewesen. Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Natürlich. Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Mhm. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Ja, vor allem die Elite. Wir bei Phasenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Ich mag den Typen da vorne nicht. Sie haben Schade, gesehen, dass es ein Hologramm ist, sonst würde ich ihn abschießen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Ja, das macht Seien ihr sehr Sie gut. Dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht, wie. Mhm. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Ja, diese Leute kommt vor. Wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Wie gesagt, Pech. Pech, Pech, Pech.
Dieser Oswald sprach. Diese arme Elite. Hey, da liegt doch Gaia. Nee, schade. Dachte, es funktioniert. Ja, mal hier ordentlich durchlüften. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Wieso sind wir uns so sicher? Da kann ich nicht rüber schwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Wo können wir nicht rüber schwimmen? Wir können alles, wir sind richtig stark. Hier ist alles völlig zugewachsen. Geht eigentlich noch. Ich habe mal einen Garten betreten, der sah schlimmer aus. Hui. Angeberin. Vorratstasche. Ich mag Vorratstaschen. Vor allem, wenn sie im Doppelpack auftreten. Guck mal, wie viele Metallscherben ich habe. Beste Währung jenseits dieses... Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Brauch keinen Fokus. Ich habe alles im Blick. Na also, was sagt der Fokus? Hier da oben war ich schon. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Ist aber bis jetzt schöne Freilichtruine. Was ist denn das? Oh oh. Ich weiß nicht. Das könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Das ist aber arg groß. Ich hab gar keinen Hut. Hier hoch. Kommen die einfach aus dem Schlamm? Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Wieso können wir mehr von denen kaputt machen? Okay. Und vor allem looten. Du übernimmst die Seite. Ich rück hervor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Kann ich nicht einen Stein werfen oder so? Den Patrouillenweg prüfen. Ja. Ich muss näher ran und versteckt bleiben. Kann ich ihn nicht herrufen? Was liegt denn da für eine kostbare Pflanze? Nee, ich muss ihn herrufen, oder? Vorsichtig. Alles gut. Alles gut, Kleiner. Alles gut. Du hast gar nichts gesehen. Okay. Er glaubt mir, mein Jedi-Mindtrick hilft. Ist aber eine einfache Route lang. Ach, scheiße. Mist! Entdeckt! Entschuldigung. Hauptquest fehlgeschlagen. Das ließ ich selten. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ja, wenn wir ihn rufen können, ist das kein Problem. Den Patrouillenweg prüfen. Ach, das braucht man nicht. Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur. Wie werfe ich denn Steine? So nicht. So definitiv nicht. Das mit R. Tippe R. Also. Komm mal her, Kleiner. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Jetzt? In dem Moment, nö. Da müssen wir noch warten. Guck mal, wie gut wir getarnt sind mit den roten Haaren im roten Gras. Der schaut halt in die falsche Richtung. Oh, wie kommt der Stein da hin? Keine Ahnung. Das ist wohl nicht so gut, die Flugbahn zurückzuverfolgen. Willst du nicht herkommen? Nein, gar nicht. Ja, ist ja gut, Kleiner. Ja, ob das so still war, Speer mitten in den Arsch. So. Erwischt. Meiner ist auch erledigt. Oh, sehr gut.
Das ist ja Teamwork. Teamwork makes the dream work. Das gefällt mir. Hast du ihn gelootet? Hast du nicht? Dankeschön. Aloy braucht neue Schuhe. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Oh oh. Voll in die Fräse. Na also. Ich hasse Schleichmissionen so sehr. Lieber mit dem Knüppel auf die Gegner zu. So spiele ich am liebsten. Auch wenn das Spiel uns die Möglichkeit geben würde, uns zu verstecken. Machen wir das nicht. Manchmal machen wir es, wenn es notwendig ist. Zum Beispiel, wenn eine Quest fehlschlägt. Wenn wir es nicht tun. Dann lasse ich mit mir reden. Keine Munition, wart kurz. Kollege, wo war mein Waffenrad? Au! Speer. Alle Angaben ohne Gewehr, aber dafür mit Speer. Wahl, hau drauf. Ah, du hast einen Bogen. Alle erledigt. Ja, ohne Probleme. So, wir heilen uns. Waffenrad war wo? Waffenrad. Vergessen. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit. Es ist nicht Tab, aber sieht schon cool aus, auch die Map. Wir können Inventar. Passieren, als ich dir hinterher bin. E drücken, T drücken, F drücken. Gut. Und rechtsklicken. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Was für ein Schnurrbart? Du hast einen Vollbart. Ein guter Part ist Schnurr, aber das nennt man hier doch nicht so. Die ist auch geschafft. Ja, anscheinend. Oh nein, wieder ein toter Fuchs. Hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Das hoffe ich auch, aber ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten. So, da hat doch was aufgeblitzt. Oder? 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 Ich habe einen Fokus verloren. Fokus! Oh, geht ja hier einfach weiter. Würde ich das mal machen. Zählt das als Lagerfeuer, wo wir speichern können? Nö. Die Ossa müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Hier war wohl eine Barrikade. Jetzt kommen wir richtig in den Ruin. In den Ruineninneren. Oh, da war noch ein Gräber. Ah, da. Da hat er sich versteckt am Boden. Gar nicht gesehen. Ich brauche doch die alten Metallscherben. Oh, ein Gesundheitstrank. Firma, dank. Osram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Vorsicht, da sind Fallen. Hm. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Entschärft. Ah, ich hätte eh gedrückt halten müssen. Na gut. Hat auch so geklappt. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir selbst ein paar einbauen. Ich hasse diese Trainingsdummies. Die müssen alle weichen. Gute Idee. Noch ein Blechkopf weniger. Gibt ein Achievement, wenn man alle erwischt. Zumindest war das beim ersten so. Und im Anfangsgebiet da zurückzukehren, ist immer so eine Sache. Deswegen nehmen wir die gleich mit. Oh, da ist ja noch ein Priester. Kann ich nicht irgendwie stärkere Sachen machen? Okay. Hat gereicht. Sprengfalle eher. Die richtigen Sachen für eine Falle. Herstellen? Nicht genügend Rohstoffe. Ich brauche Sprengpaste. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Schau wie doch. Kühlsaft habe ich aufgehoben. Der hält uns zumindest kühl, zumindest einen kühlen Kopf. Habt ihr Sprengpaste? Einmal. Das ist nützlich. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist. Mir fehlt ja noch einmal. Hier drin vielleicht. Das sieht gut aus. Okay. 4 Stück. Ich hab jetzt alles für eine Falle. Ich will trotzdem noch weiter looten. Oh, da drin war einer. Zumindest wurde ich kurz gesehen. Sprengfalle herstellen. So,
Sprengfalle fertig. Ja, und was mache ich jetzt damit? Wenn du drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Ja, und wie platziere ich die? Hallo? Sprengfalle? Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Ich würde die gern platzieren, meine Fallen. Ah, war doch kein Feind, war das Teil. Sollte ich die Sprengfallen nicht platzieren? Hallo? F gedrückt halten, Sprengfalle, mit X vielleicht. Okay. X, dann R antippen. Hui. Ah, die ist doch nicht unauffällig. Na, egal, wir gehen hoch. Hoch. Hui, ich mag das System inzwischen. Wo müssen wir dann weiter hin? Ah, wir können einfach hochklettern. Hab die gelbe Markierung ja gar nicht gesehen. Und hoch mit uns. Hoffentlich kommt Wahl hinterher. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Ja, gut. Scannen wir mal. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Wühler. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Sehe ich schon, das leuchtet ja. So, mit X schalt man durch. Wahl, du kannst doch nicht einfach da mitnehmen. Okay. Du bist nicht getarnt, würde ich sagen. Komm rein ins Buschwerk. Haben wir jetzt einen angelockt von euch? Komm schon. Ich will euch doch heimlich ausschalten. Schwach gegen Säure und Eis. Hammer nicht. Hammer nicht. Oh. Hat nicht für einen stillen Schlag gereicht. Das Ding hat Metallzähne. Na, immerhin. Jo, heilen. Looten. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Beinahe vergessen. Wieso brauche ich so lange, um aufzustehen? Wahl, ich rette dich. Irgendwann. Dauert. Dauert ein bisschen. Eil dich. Geh weg hier. Na, ein Glück ist Wahl dabei. Alles sicher. Sonst wäre die Welt jetzt schon Geschichte, weil ich draufgegangen wäre. Ja, nichts passiert. Sind voll geheilt. Alles gut. Gar nichts Schlimmes passiert. So, Loothammer schön. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Die hier ist besonders ruinig. Sie haben alle ihre Geheimnisse. Aber jeder Ort ist anders. Oh, Verzeihung. Da hat sich ein Nieser rausgequält. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Ich höre es ja dann in der Aufnahme. Hab leider keinen... Schalte mein Mikro schnell stumm-Knopf. Oh, noch so viel Baumaterialien für Pfeile. Braucht man unbedingt. Da macht man am besten gleich nochmal welche nach. Denke mal, ich habe ein paar vergeudet gerade. Oh, nur 7 Stück. Das passt ja. So, Wegpunkt ist da. Und was erwartest du jetzt, Spiel, von mir? Dass ich irgendwie hochkomme. Okay. Das sieht doch hier ganz okay aus. Hui! Ruhe! Was steckt in dir? Metallscheren. Nicht zu uns. Ja. Solange die Tür nicht aufgeht. Und dann kommen wir da rüber. Nee. Das ist aber auch eine Tür. Schade, geht nicht auf. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass wir hier irgendwas Sinnvolles machen müssen, anstatt runterzufallen. Ist ja offenkundig, hängt nur an der Wand. Okay, bisschen überdramatisch. Aber warum nicht? Und rüber mit uns und runter. Ich finde, das machen wir wunderbar. Tür öffnen. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ich merke nichts. Sie werden stärker. Obwohl
Das sieht nicht so natürlich aus. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen. Das sollst du alles gerade biegen? Ja. Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten dann rechts durch. Dann geh mal zu den Haken, also ins Rechenzentrum. Du kannst ein Audiolog, ich hab euch nicht vermisst. Oh, nur ein Textprotokoll. Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Das haben sie sich bestimmt geklaut. So wie die Typen hier drauf sind. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Nein! Hier sind wir hergekommen. Lass die Leiter runter, Kollege. Hier. Ja! Lass die Leiter für dich runter. Dankeschön. Oh mein Gott, ein Glück bist du dabei. Ich bin runtergefallen. Okay, hier sind wir hergekommen. Dann müssen wir hier auch zurückgehen. So oder so ähnlich. Oh, einfach übersehen. Einfach übersehen, das geht aber gar nicht. Ich hasse es, wenn ich Loot zurücklasse. Vor allem unfreiwillig. Aber Blaubeeren sind nachgespawnt. Das ist schon mal richtig gut. So wie ich kämpfe, brauche ich Gesundheit. So. Spiel, sag mir, wo ich hin soll. Dahin. Okay. Entschuldigung, wir müssen nochmal rüber. Oh, da habe ich auch was übersehen. Truhe. Und bisschen Schmuck können wir eintauschen gegen wertvollere Metallscherben. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ja, wieder so dramatisch ist hier auch die gleiche Stelle. Hui. So. Dann weiß ich immer noch nicht, wo es hingeht. Haben wir hier drin was übersehen? Vielleicht da? Das sieht nach einem Klettersteig aus. Wollte ich doch gerade. Nein! Alles okay? Ja. Da gehen wir eher nicht lang. Warum nicht? Ich hab doch meinen Enterhaken. Soll ich dann lang? Und sagt nix. Und sagt einfach nix. So, weiter mit uns. Fällt wirklich alles auseinander. Ja, da haben wir Ruinen so an sich. Jahre alt. Die Seile erscheinen mir neu. Ich meine ja nur. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür. Ja, würde ich auch sagen. Können wir aktivieren. Ist das nicht schön? Anzu. Ist jemand anzurufen? Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Anwesend? Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ach, ihr seid doch Arschlöcher. Ich hatte recht. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Far Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial.
Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Vibrator ist es nicht. Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast das ganze Grünzeug sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Mhm. Also müssen wir dahin. Okay? Das klingt sinnvoll. Auf in die heilige Mission. Tempelritter, vereinigt euch. Wir müssen Assassinen ausschalten. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Aber ähnlich. Könnt man auch klettern. Sieh mal hier. Fallen. Hey Leute, hier drüben. Ich hab was Nützliches neben für dich gefunden. Eine Waffe. Danke. Was für eine Waffe? Wir sollten weitergehen. Nach dir. Okay. Nein. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Frostbrüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Pfeile. Stoßschaden. Okay. Die Symbole auch leicht erklärt. Naja, mit der Sprache habe ich es nicht so. Okay. Dann, wo ist das Rechenzentrum? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Das brauche ich. Schön, dass wir immer Metallscherben rausbekommen. Gut. So, wo ist jetzt dieses Backup? Das ganze Spiel geht anscheinend nur darum. Da, das muss die Maschine sein. Und das ist ja eine Riesenschlange. Toll. Dachte, die einzige wäre in meiner Hose, aber da ist ja noch eine. Verzeihung. Weiter geht's. Oh shit, hat die mich gesehen? Ich glaube, die hat mich noch nicht gesehen. Au. Val! Hilfe! Triff mal! Ich sehe genau, wie du daneben schießt. War da noch eine? Ist du der Freund von dem einen, den ich gerade erschossen habe? Anscheinend nicht. Ich glaube, da ist nur ein Teil von mir weggeflogen. So, wäre sonst auch zu grausam. Nein. Bin ich noch ins Feuer gelaufen? Schrotthaufen durchsuchen. Ja, damit. Sie hatten keine Chance. Ja, das sehe ich auch so. Jo, schön hochheilen. Ja, in Feuer treten, in Säure treten. Ich hab heute aber also, auch einen unguten Standfuß hier. Ja, all die Orte, an denen ich zuletzt war, dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehört er auch zu Far Zenith? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Ich dachte, wir müssen runter. Na gut. Ich würde sagen, das ist der perfekte Aussichtspunkt, um erstmal zu sagen, das war's für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.